Europacup-Feeling war einmal mehr in der Dornbirner Stadthalle angesagt. Im Rahmen des CS Cup traf der RHC Dornbirn auf den englischen Vertreter Herne Bay Youth. Von Beginn an entwickelte sich ein intensives Spiel mit Chancen auf beiden Seiten. Den ersten zählbaren Erfolg konnten die in Weiß spielenden Dornbirner verbuchen. Sala wurde im Zentrum angespielt, umkurfte den Verteidiger und traf zum 1:0. Gespielt waren 10 Minuten. Nur 3 Minuten später, aber dann die kalte Dusche. Barker schnappte sich im Mittelfeld die Kugel, trippelte sich durch die komplette Abwehr und glich postwendend aus. Die Messestädter ließen aber nicht locker, spielten weiter nach vorne und wurden auch belohnt. Witzemann legte quer und Simic erzielte die abermalige Führung. Neuer Spielstand 2:1, die Halle tobte. Erneut durften sich die Vorarlberger aber nur kurz über den Vorsprung freuen. Die Briten zogen nur 60 Sekunden später nach und trafen ebenfalls. Wieder war es Barker, der Torhüter Mendes bezwang und auf 2:2 stellte. Danach wurde es ruppiger in der Stadthalle. Singleton traf Stockinger hier im Gesicht. Die logische Folge 2 Minuten Zeitstrafe und Penalty. Spielertrainer Kaul übernahm Verantwortung, legte sich das Spielgerät zurecht und verwandelte sicher. Der RHC Dornbirn führte 3:2 und hatte kurz vor der Pause die Riesenchance auf einen weiteren Treffer. Wieder probierte es Kaul, dieses Mal traf er aber nur die Querlatte und so ging es beim 3:2 für Dornbirn in die Kabine. Nach Seitenwechsel änderte sich am Spielgeschehen nicht allzu viel. Die Hausherren legten von Beginn an los und suchten die Entscheidung. Sala hatte in der 41. Minute plötzlich Platz ohne Ende. Der Youngster fand die Lücke und stellte auf 4:2. Wieder hatten die Engländer die richtige Antwort parat. Hosking hier zwar mit etwas Glück, aber der Treffer zählte. Plötzlich stand es nur noch 4:3. Dornbirn zeigte aber Charakter und die Vorarlberger kämpften wie die Löwen. Hinten hielt Mendes alles, was auf sein Tor kam und vorne wurden die Chancen eiskalt ausgenutzt. Kaul hier Backhand und das Netz zappelte. Der RHC Dornbirn führte nach 46 Minuten 5:3. Der 2-Tore-Abstand war also wieder hergestellt. Noch hatten die Hausherren aber nicht genug. Witzemann schnappte sich die Kugel hier vor dem eigenen Tor, trippelte sich quer über das ganze Spielfeld und schloss souverän ab. Neuer Spielstand 6:3. Das war die Vorentscheidung. Der Jubel kannte keine Grenzen mehr. Die Messestädter spielten sich in einem warmen Rausch und leisteten sich sogar den Luxus, einen weiteren Penalty zu verschießen. Kaul schoss hier knapp daneben. Machte aber nichts, weil auf der anderen Seite Mendes im Tor stand. Er wehrte diesen Penalty von Barker ab und hielt den Vorsprung somit fest. Noch war die Partie aber nicht zu Ende. Dornbirn wieder im Angriff. Witzemann schlich sich sprichwörtlich nach vorne. Dann ging es auf einmal ganz schnell und schon wieder zappelte das Netz. Der RHC Dornbirn führte 7:3. Die Stadthalle nun ein echtes Tollhaus und auf dem Feld legte Witzemann nach. Der Routinier verwandelte auch diesen Penalty und sorgte so für das 8:3. Dies war gleichzeitig auch der Endstand. Der RHC Dornbirn gewann als erster österreichischer Verein überhaupt ein Spiel im europäischen CS Cup. Dementsprechend wurde danach auch gefeiert. Ja, wir haben ja eine Bayer, die Mannschaft hat alles nicht kennt. Sie war eigentlich für uns ein relativ unbekannter Gegner. Wir haben nur gewusst, dass sie eigentlich relativ Kampf mit uns spielen, also richtig stark mit Härte und so. Und wir haben uns auf das eingestellt eigentlich. Die 150 Plätze Unterschied in der Weltrangliste hat man heute mal sicher nicht gesehen. Ja, wir haben natürlich so ein großartiges Publikum, haben wir da gehabt, das haben uns noch vorpusht, oder? Das hilft natürlich viel. Das sehen wir noch, wie es nach dem Auswärtsspiel los ist, wie noch die Chancen für uns stehen. Wir schauen im Moment, haben wir ein relativ gutes Torverhältnis, was so für uns spricht noch im Rückspiel. Ja. Verdient oder nicht, ist egal. Wir haben 8:3 gewonnen, wir haben 5 Tore Vorsprung und wir müssen das irgendwie über die Runden bringen im Rückspiel. Es wird noch ein hartes Stück Arbeit, aber ich glaube, wenn wir gut verteidigen im Rückspiel, haben wir eine gute Chance weiterzukommen. Hat die Mannschaft heute alles umgesetzt, was ihr mit auf den Weg gegeben haben? Ja, es war schwierig, weil wir wussten vor dem Spiel nicht, wie spielt der Gegner. Ja, wir haben uns in der ersten Halbzeit, finde ich, sehr schwer getan. Haben aber vorne die Tore gemacht, ja, die haben unsere Chancen genutzt gut. In der zweiten Halbzeit wussten wir, was uns erwartet und dann haben wir die Sache sehr gut umgesetzt, wie ich finde. Ja, ist natürlich unbeschreiblich. Wir haben heute den ersten Europacup-Sieg für eine österreichische Mannschaft errungen und das ist natürlich ein irrsinniges Glücksgefühl. Ja, wir haben gewusst, dass die Engländer sehr hart spielen werden und wir haben gewusst, wir dürfen uns nicht provozieren lassen und ich glaube, die Spieler haben das befolgt, was der Trainer vorgegeben hat und das war schlussendlich
der Unterschied zwischen uns und Hörnebe United. Wahnsinn, also ich hätte mir das wirklich nicht erträumt. Und das erste Tor geschossen mit Vorsprung in die Pause und am Schluss 8-3, was will man mehr? 150 Plätze sind Unterschied in der Weltrangliste, somit sehr überraschend. Wieso unterstützt die Stadt Dornbirn solche Vereine? Also die Unterstützung der Stadt Dornbirn ist im Allgemeinen für den Nachwuchs und dass beim Rollhockey-Club Dornbirn extrem gute Nachwuchsarbeit geleistet wird, das zeigt sich hier in der Kampfmannschaft und das kann man nur unterstützen.